werden das Finale erreichen. Und das Abonnement auf das Finale, das haben diese beiden, die Weltmeister aus Holland, Johnny Koemans und Nathalie van Yrsel. Und dann schauen wir doch mal, wie die Titelverteidiger an dieses Halbfinale herangehen. Das Paar, das mit ihnen zusammen auf der Bühne tanzt, das wollen wir ihnen auch nicht verheimlichen. Das sind Ivan Judin und Olga Svitnova aus Russland. Und die zeigen uns gleich einen eingestiegenen Doppelsalto rückwärts. Im Halbfinale ist das erlaubt. Hier ist es wichtig, Tanz und Akrobatik fließend miteinander zu verbinden. Und Sie sehen, Olga ist da ziemlich aus dem Rhythmus geraten. Aber neben dem Weltmeisterpaar darf man ruhig mal aus dem Takt kommen. Anderthalb Minuten dauert die Kür und Sie werden immer tänzerisch mit akrobatischen Elementen verbinden. Hier der Bettarini, Vorwärtssalto gezeigt von den Weltmeistern. Und hier eingestiegen, Rückwärtssalto in die Käskehre mit Salto vorwärts. Die Weltmeister mit Rückwärtssalto in die Käskehre und dann in den Todessprung hinein. Sehr schön, sehr sauber. Sehr viele Ausdrücke, lassen Sie sich nicht verwirren. Genießen Sie einfach Rock'n'Roll. Und hier noch besonders beliebt, die Schulterkugel in Perfektion, allerdings vorgeführt von den Weltmeistern. Das war ein Feuerwerk an Figuren, starker Auftritt der Weltmeister, locker, flockig. Man wusste ja nicht genau, wo sie stehen. Erst seit wenigen Monaten sind sie wieder im Training, er hat sich ein Haus gebaut und dafür braucht man Zeit. Die Europameister, Carlos Estevez und Sandy Lillepalet dagegen, haben fleißig trainiert, haben den Europameistertitel dieses Jahr noch schnell gewonnen. Sie sind die Geheimfavoriten auf den Titel. Sie tanzen zusammen mit einem weiteren französischen Paar, den Vize-Europameistern Alexis Chardinou und Fanny Lillebec. Schon ziemlich gut, was wir hier zu sehen bekommen haben. Eine einwandfreie Darbietung. Wir werden diese beiden Paare wieder im Finale sehen. Sie trainieren viel zusammen, denn Carlos Estevez ist auch ihr Trainer. Nicht viel Zeit fürs Trainieren. In den letzten Wochen hatten diese beiden hier, Werner Euringer und Verena Baumann vom Rock'n'Roll Casino Geimersheim Ingolstadt. Verena ist seit der Europameisterschaft in Bratislava verletzt am Hüftgelenk. Ihr Start war lange unklar. Wo stehen diese beiden? Sie tanzen zusammen mit Vyacheslav Horak und Sandra Chudomska aus der Tschechischen Republik. Danser, danser, la vie c'est pour danser.
Salto war dabei, vor dem hatte Verena besonders viel Bammel. Der Bitterini-Twist ein bisschen verwackelt und auch ansonsten etwas defensiv getanzt, aber es müsste reichen für die Sportstudentin und den Zimmermann. Doch was macht das nächste deutsche Paar? André Di Giovanni und Maike Lameli, die dritten der diesjährigen Europameisterschaften. Sie tanzen zusammen mit Zdeněk Adamec und Petra Holovska aus der Tschechischen Republik. Where it never rains, we take a shower of champagne. Let's dance away, let's go insane. Shocky with a gun. They say that two of us are one. Sie sind tänzerisch das stärkste Paar in Deutschland, gar keine Frage. Nur mit der Akrobatik, da hapert es. Der Doppelsalto, ein Muss bei einer Weltmeisterschaft. Sie kriegen ihn nicht hin. Deshalb sind sie nicht im Finale. Unser drittes deutsches Paar, Daniela Bechtold und Bernd Diehl. Sie tanzen zusammen mit den Belgiern Wim Wouters und Griet Verheyen. Das Herz begehrt, Doppelsalto, anderthalbfache, einwandfreie Kür der Deutschen. Doch die Punktrichter machten es spannend. Finale, ja oder nein? Corinna Halke-Teichmann mit den Informationen. Ihr habt ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. Zuerst geglaubt, was sollen wir hier eigentlich noch präsentieren? Es reicht nicht. Und jetzt gerade kam die Nachricht, ihr steht im Finale. Ich bin auch noch total fertig. Ich war gerade ziemlich dramatisch, weil wir von Punkten her eigentlich erst auf dem 8. Platz lagen und 7 kommen weiter. Aber die Kreuzwertung hat uns jetzt doch ins Finale gewertet. Ja, das Kreuz mit dem Kreuz. Die Kreuzwertung ist im Vergleich zur Punktewertung die wichtigere Wertung. Bechtold Diehl mit zu wenig Punkten, aber mit viel Kreuzen der Wertungsrichter. Deshalb sie im Finale. Das heißt, 7 Paare, darunter 2 Deutsche im Finale. Das war das Minimum. Ansonsten vertreten im Club der 7 Besten die üblichen Verdächtigen mit den Weltmeistern Kumans, Van Iersel und den Europameistern.